Ahoi Piraten, herzlich willkommen zurück auf unserem Channel bei einer weiteren Folge Tall Tales. Ich habe auf unserem Discord-Channel eine kleine Umfrage gemacht und da wurde sehr deutlich, dass die Leute doch auch gerne die alten Tall Tales auf 100% abschließen wollen. Und aus diesem Grund fangen wir hier direkt einmal an mit der ersten Tall Tale, der Schleierbann. Die startet ihr hier auf jeden Außenposten beim mysteriösen Fremden. Und ich würde euch empfehlen, es an den Außenposten zu starten, wo ich es tue, denn dort habt ihr auch schon direkt das erste Buch. Das lest ihr euch durch und habt Nummer 1. Dann geht's für euch weiter aufs Schiff. Ich zeige euch jetzt, an welchen Außenposten ich gestartet habe und welche Route ihr am besten fahren solltet, um das Ganze möglichst schnell abzuwickeln. Ich habe gestartet bei dem Blunder-Außenposten. Und dann geht's für uns weiter nach Thieves dann nach Devil's Ridge und zu guter Letzt auf den Ancient Spire Außenposten. Dort liegen weitere drei Bücher für euch, damit habt ihr vier. Und das fünfte findet ihr auf der letzten Insel, wo ihr dann auch die nächsten Seiten zum Abschließen der Quest findet. Wir machen uns also erstmal auf den Weg nach Thieves. Dort angekommen, könnt ihr natürlich in die Insel reinfahren, wenn ihr das wollt. Aber ich parke außerhalb, weil wir ja möglichst schnell weiter wollen. Ihr parkt also euer Schiff und macht euch auf den Weg in die Insel hinein. Nicht oben drauf, sondern unten rein. Und dort zeige ich euch jetzt, wo das nächste Buch zu finden ist. So, ihr geht also rein, ihr seht, auf der anderen Seite ist das Schiffswrack. Das bedeutet, ihr müsst auf die gegenüberliegende Seite und dort findet ihr diesen kleinen Schuppen, den hier, und dort ist auch schon das zweite Buch für euch. So sieht das Ganze aus, wenn ihr drauf zulauft, neben dem Wasserfall. Und habt ihr das Buch, könnt ihr auch schon wieder zurück, denn hier gibt es nichts weiter für euch zu entdecken auf der Insel. Zumindest nicht für diese Tall Tale. Wieder auf eurem Schiff angelangt, macht ihr euch auf den Weg nach Devil's Ridge. Denn dort liegt das nächste Buch für euch versteckt. Und ihr fahrt am besten an die Nordseite ran, denn dann seid ihr einfach schneller. Und ihr wollt, so wie ich, das Ganze möglichst schnell machen. Ich habe hier das Problem, da steht gerade eine Brick, aber ich bin ja bei einer Tall Tale und ich möchte jetzt nicht unbedingt mit denen in einen Kampf geraten, zudem bin ich solo auf dem Schiff. Das Ganze ist kein Problem, aber wie gesagt, ich mache hier gerade die Tall Tale für euch. Und aus diesem Grund gehe ich diesen Kampf jetzt nicht. Wir schießen uns also rüber. Ihr seht dort die Kanone. Also, ihr lauft hier hoch. Da werde ich schon beschossen. Aber Hello. Zum Glück sind die Leute mir freundlich gesinnt. Hier bei der Kanone liegt dann das nächste Buch für euch. Somit habt ihr 3 von 5. Ihr schießt euch also wieder zurück auf euer Schiff. Was hier sehr schnell passiert. Bye bye! Und schon sind wir wieder da. Dann führt euch der Weg weiter zum Außenposten Ancient Spire. Diese Inseln liegen alle sehr nah aneinander, deswegen empfehle ich euch genau diese Route zu nehmen. Dort angekommen, macht ihr euch auf den Weg. Und lauft am besten genau diese Strecke, die ich euch gerade zeige. Es gibt noch zwei weitere Wege, um dorthin zu kommen. Die sind aber etwas komplizierter. Da müsst ihr komplett außen rum über die ganze Insel und drum dran. Ich würde sagen, ihr klettert hoch zu der Taverne. Und von da aus geht ihr natürlich hinter der Taverne über die kleine Hängebrücke. Hallo.
Und ihr lauft nicht ganz drüber, sondern ihr springt hier in die Höhle rein und dort wartet das nächste Buch auf euch. Damit habt ihr Nummer 4 von 5. Ihr macht euch also mal wieder zurück auf euer Schiff, um den Weg anzutreten zu der nächsten Insel. Diese ist nicht auf der Karte markiert. Die könnt ihr ja entdecken, indem ihr das Buch lest, was ihr von der Tolltail bekommen habt. Aber ich zeige euch jetzt einfach mal ganz genau, wo die Insel ist. Denn das vereinfacht das Ganze für euch nochmal ein bisschen. Und ihr seid schneller. Ihr macht euch also auf den Weg zur Karte und sucht N13. Genau hier. Oben ist das N und links ist die 13. Dorthin müsst ihr. Dort angekommen, verfolgt mich mal wieder der Sturm, wie das ganz normal ist in Sea of Thieves, wenn ich gerade am Spielen bin. Aber das soll uns nicht weiter stören. Ihr begebt euch also auf diese Insel, um das letzte Buch zu holen und um die Tall Tale fortzusetzen, um die weiteren Seiten für euer Tall Tale Buch zu finden. Und das nächste Buch findet ihr direkt hier bei den ganzen Palmen. Dort liegt es, dort sind die Palmen, da ist ein Schiff. Und ihr könnt es gut erkennen, weil hier ein Lagerfeuer am Strand aufgebaut ist. Also, ihr habt jetzt alle 5 Bücher. Jetzt geht es nur noch darum, die Tall Tale abzuschließen. Wer diese Tall Tale schon kennt, kann in diesem Moment abschalten, denn ihr habt nun alle Logbücher gefunden und somit die 100% erreicht. Wer die Tall Tale noch nicht gespielt hat, der kann weiter dabei bleiben, denn jetzt zeige ich euch, wie es weitergeht. Ihr taucht also ins Wasser und findet direkt das Wrack der Magpie's Wing. Dort drinnen in der Kapitänskajüte findet ihr die nächsten Seiten für euer Tall Tale Buch. Die sind essentiell, um die Tall Tale zu beenden. Also schnappt sie euch und geht zurück auf euer Schiff. Als nächstes lesen wir uns die nächsten Seiten durch. Ankern an der Südseite von Discovery Ridge. Dann geht ihr auf die Karte und sucht Discovery Ridge. Dort markiert ihr euch die Südseite, denn dort hat die Crew gestartet. Genau hier. Dann lest ihr weiter. Die Burning Plate, wir flüchten in den Südosten. Passieren großes, eng gestricktes Netz aus Inseln. Neuer Kurs Ost-Südost. Das sind so diese Punkte, die ihr euch merken müsst. Hier sind viele Inseln. Das heißt, sie werden da lang gefahren sein und von da aus nach Ost-Südosten, um die Truhe bei einer kleinen Insel ins Wasser zu werfen. Das heißt, ich gehe davon aus, Ost-Südost liegt ungefähr in diese Richtung. Das heißt, sie werden auf dieser Insel hier die Kiste ins Wasser geworfen haben. Vielleicht auch auf der, aber das könnt ihr ja dann selbst sehen. In meinem Fall war es tatsächlich Lookout Point und in dem Buch heißt es, sie wird nördlich der Insel ins Wasser geworfen. Das heißt, ihr springt auf der Nordseite der Insel. Hier. Ins Wasser. Und dort sucht ihr. Das kann eine Weile dauern, bis ihr sie findet. Einfach gut umsehen. Wenn ihr in der Nähe von der Kiste seid, dann blinkt die auch auf und dann habt ihr sie gefunden. Schnappt euch diese Kiste, geht zurück an Bord, holt die letzten Seiten raus und den Schlüssel zu der Vault. Das
ähnlich wie bei den Gold Walls. Wer die schon gemacht hat, der weiß Bescheid. Die Kiste könnt ihr lagern, die könnt ihr später beim Goldhorder für ein bisschen Gold verkaufen, wenn ihr das wollt. Wir lesen uns also die nächste Seite durch. Und dort wird uns markiert, auf welche Insel wir müssen. In diesem Fall ist das, und das wird bei euch der gleiche Fall sein, Crook's Hollow. Das könnt ihr einfach markieren, aber dort auf der Seite seht ihr auch nochmal, woran ihr das ausmachen könnt. Dort ist Snake Island, Fort of the Damned. Diese Inselgruppen sind ja auf der Seite eingezeichnet und somit könnt ihr die Insel auch sehr leicht finden. Also, ihr macht euch auf den Weg nach Crook's Hollow. Nehmt das Tote mit, denn damit öffnet ihr die Vault. Ich dachte, ich habe da oben was gesehen, denn ich wurde jetzt an dieser Insel, während ich hier war, schon zweimal von einer Sloop angegriffen. Und das eine Mal haben sie die Kanonenfortinnen dort oben benutzt. Und ich dachte, vielleicht ist da einer von denen, aber das war nur ein Skelett. Aus diesem Grund. Kein Grund zur Panik. Wir nehmen das Totem und öffnen die Vault. Die Vault ist immer am gleichen Ort, und zwar in dieser Höhle, hinter dem Wasserfall. Dort findet ihr auch dann den kleinen Sockel, wo ihr das Totem draufstellen könnt. Und dann öffnet sich die Wand. Ihr schnappt euch also euer Buch und eure Laterne, denn hier müsst ihr erstmal die Scheiterhaufen anzünden. Habt ihr das gemacht, schließt sich die Wand und der Raum füllt sich langsam mit Wasser. Ihr müsst also das Rätsel machen. Das Rätsel seht ihr auf der rechten Seite des Buches. Oben die erste Reihe ist das erste Rätsel, die zweite Reihe das zweite und die dritte das dritte. Ihr folgt also diesen Symbolen, drückt danach auf den Knopf und Rätsel Nummer 2 fängt an. Wir haben hier dreimal das Schiff und einmal den kleinen Mann, der den Schraut hält. Also machen wir das. Dreimal das Schiff und beim letzten Mal den kleinen Mann. Das ist geschafft und somit beginnt Rätsel Nummer 3. Wir haben den kleinen Mann und dreimal eine dreiköpfige Familie. Habt ihr das gemacht? Ist das Rätsel gelöst? Der Raum leert sich wieder und die Tür geht auf. Dann werden euch hier Bilder angezeigt. Die werden bei euch genau gleich sein, deswegen folgt einfach meinem Weg, wenn ihr sie nicht finden könnt. Ihr müsst zuerst zum Skarabäusstein. Der ist genau hier noch in der Höhle. Dort grabt ihr und findet das erste von drei Medaillons. Ihr schnappt euch dieses Medaillon und geht wieder zurück in den Vaultraum und setzt es dort in den Sockel ein. Somit schaltet ihr das zweite Bild frei. Das zweite Bild ist hinter dem Wasserfall direkt neben der Höhle. Aber da kriege ich gerade mit, dass mein Schiff schon wieder beschossen wird. Also mache ich mich erstmal auf den Weg dorthin, denn dieses Schiff braucht mich später, um den Shroudbreaker abzugeben. Das Gute war, ich wurde von einem Skelett beschossen auf der Insel, das wir vorhin ja auch schon gesehen hatten. Und dieses Skelett bringt mich dazu, zurück zum Schiff zu gehen, wo ich erkenne, dass die Sloop schon wieder da ist und sie mich schon wieder angreifen. Nachdem ich sie schon zweimal versenkt hatte, sind sie noch einmal wiedergekommen und wollten den Kampf beenden. In dem Fall hat das Skelett mir geholfen, hat zwar ein paar Löcher in mein Schiff hinterlassen, aber wir haben gerade keine Zeit zum Reparieren, denn wir sehen, das andere Schiff kommt auf uns zu. Ich bin vor Anker, weil ich mir sehr sicher war, dass wir das hier sehr schnell beenden werden. Also, erstmal den Anker nach oben. Und dann starten wir den Kampf. Wer das hier nicht sehen möchte, kann einfach weiter skippen bis zum nächsten Medaillon. Das erste, was ich im Kampf immer mache, ist natürlich den Kettenschuss treffen. Wenn ihr das gemacht habt, kann das Schiff nicht mehr weiterfahren und der Kampf ist schnell
ja, beendet, wenn ihr danach alles richtig macht. Ich habe jetzt also den Mast gebrochen und fange an, um das Schiff Kreise zu fahren. Währenddessen habe ich Zeit, kurz mein Schiff wieder leer zu schöpfen, aber ich habe keine Zeit zum Reparieren, denn das Schiff zieht auch schon wieder den Mast hoch. Ich habe nicht viele Kanonenkugeln, weil ich nicht von vielen Kämpfen ausgegangen bin. Und wir fangen an, sie zu beschießen. Wir müssen den Druck aufrechterhalten, damit sie ja, in Panik geraten und Fehler machen. Ich habe hier den Mast getroffen, treffe weiter in das Schiff. Leider hatten sie schon zwei Bretter am Mast, weswegen der Mast nicht nochmal umgefallen ist. Also muss ich einen Chain Shot nachsetzen, der jetzt nicht sitzt. Ich weiß, ich muss ein bisschen nach vorne ziehen und dort sitzt er. Der Mast ist wieder gebrochen und wir haben Zeit, das Schiff zu beschießen. Währenddessen müssen wir natürlich immer wieder schöpfen, denn wir haben einige Löcher im Schiff. Und durch dieses Kreisdrehen bin ich jetzt auch schon wieder in Position, weiter auf das Schiff zu schießen. Sie merken das, lassen den Mast wieder fallen, was natürlich ein Problem war. Dort oben steht einer, der auf mich schießen will, und er fällt vom Bord. Das heißt, ich weiß, es ist nur noch einer auf dem Schiff. Ich würde jetzt gerne boarden gehen, um den anderen vom Reparieren abzuhalten, aber das kann ich leider nicht, denn wir sind genauso unterwegs. Also fange ich erstmal an, bei uns zu attackieren. Ich weiß, die werden alle höchstens ein bis zwei Schüsse treffen. Dort ist der erste und da ist der zweite. Was für uns nicht so schlimm ist, denn wir haben auch schon zwei Löcher zugemacht. Jetzt üben wir weiterhin Druck auf das Schiff aus. Und fangen an, unsere nächsten Löcher zu flicken. In diesem Fall haben wir nur noch zwei kleine Löcher im Hinterteil des Schiffs, weswegen ich mir jetzt keine Sorgen mehr mache. Ich merke, die haben Probleme. Die sind am Reparieren und keiner kümmert sich mehr darum, wo sie hinsegeln. Das heißt für mich, ich habe jetzt erstmal ungefähr ein bis zwei Minuten Zeit, bis die Gegner zurückkommen. Ich kann mich also weiter um mein Schiff kümmern. Und ich weiß, ich habe nicht viele Kanonenkugeln. Das wird ein Problem, denn wenn sie wiederkommen, sind sie voll repariert. Und mit neuen Kugeln werde ich das Schiff vielleicht nicht versenken. Aber das Gute ist, ich habe die Möwen gespottet. Und ich weiß, wo Möwen sind, da ist Loot nicht weit. Also mache ich mich auf den Weg zu den Möwen. Anker hier kurz, was auch fatal hätte sein können, aber ich wollte unbedingt die Fässer abonnieren, denn ich brauche Kanonenkugeln. Jetzt falle ich noch ins Wasser, was das Ganze hier nicht einfacher macht, aber soll auch kein Problem sein. Wir sehen, das andere Schiff kommt wieder auf uns zu, wir haben wieder 7 Kanonenkugeln, was komplett gut ist. Und jetzt, meine Freunde, mache ich den entscheidenden Griff. Ich hole mir das Schießpulverfass und schwimme auf sie zu. Ich weiß, die werden genau auf mich zufahren, weil das gleiche Manöver ist, was sie beim ersten Mal auch versucht haben. Sie versuchen mich zu rammen, was wenig Sinn macht in ihrem Fall. Also, ich schnapp mir das Schießpulverfass, schwimme genau gerade auf sie zu. Und dann beende ich den Kampf. Ich hätte vom Schiff springen können, um nicht zu sterben. Das war ein Fehler meinerseits. Dieser Fehler hätte mich mein Schiff kosten können, aber in diesem Fall hatten wir Glück. Denn es war nur einer von ihnen auf dem Schiff. Und der versucht gerade zu reparieren. Wir kommen also zurück und wir sehen sofort, wir haben den Kampf gewonnen. Die werden noch uns gerammt haben, deswegen gehe ich schnell schauen, wie viele Löcher ich habe und repariere diese. Behalte aber im Hinterkopf, dass einer zuletzt noch auf dem Schiff war, denn ich habe nur einen getötet. Und der könnte natürlich im Wasser sein. Vor allem gibt es dann auch noch Backspawner
Also Leute, die noch spawnen, obwohl ihr Schiff schon untergegangen ist. Das behalte ich im Kopf. Und sehe dort, wie einer gerade gespawnt ist. Ich weiß also, es sind jetzt zwei Leute um mein Schiff rum. Ich gehe direkt an die Leiter, um ihn zu zeigen. Du brauchst eigentlich nicht mehr hochkommen. Er möchte, aber trotzdem hat es gemerkt, geht also runter, zündet mein Schiff an, um mich unter Druck zu setzen. Was keinen Sinn macht, denn ich weiß, die Flammen machen mir nichts aus. Ich warte also auf den ersten Gegner, töte ihn und höre, wie der zweite an der gleichen Leiter auch hochkommt. Diesen töte ich natürlich auch. Damit ist dieser Kampf vorbei, meine Freunde. Und es geht weiter mit der Tolltale. Wir wissen natürlich noch vom letzten Mal, als wir auf dieser Insel waren, dass das Medaillon hinter dem Wasserfall ist. Wir gehen also sofort hinter dem Wasserfall und graben Medaillon Nummer 2 aus. Wir setzen es in den Sockel und sehen das letzte Bild. Sehr markant, denn dieser Stein ist geformt wie ein Gesicht. Und man sieht, es muss irgendwo oben auf der Insel sein, weil im Hintergrund sieht man nur das Wasser. Also machen wir uns auf den Weg nach oben auf die Insel. Dort angekommen, sehen wir auch schon von Weitem diesen Stein. Und wir wissen, wo wir graben müssen, um Medaillon Nummer 3 zu bekommen. Wir schnappen uns dieses und halten uns nicht länger mit den Skeletten auf. Springen direkt hier von der Insel runter, denn dort ist der Wasserfall und wir wissen, dass es dort runter zum Vault geht. Wir setzen also auch das letzte Medaillon in seinen Sockel und das Tor für uns öffnet sich. Dort finden wir das letzte Teil, was wir brauchen zum Beenden der Quest, den Schleierwandel. Den nehmen wir natürlich und machen uns sofort auf den Weg zu unserem Schiff, denn jetzt spawnt gleich der ganze Strand voll mit Skeletten. Mit denen wollen wir uns nicht bekämpfen, denn die spawnen immer wieder eine unendliche Welle an Skeletten. Den können wir entgehen, indem wir direkt auf unser Schiff gehen. Und jetzt, meine Freunde, gibt es nur noch eine Sache für euch zu tun. Ihr fahrt an den nächsten Außenposten, es ist egal welcher Außenposten, und gebt den Schleierbann ab. Ihr macht euch also auf den Weg zum mysteriösen Fremden, wo ihr die Mission begonnen habt, und beendet die Mission. Somit habt ihr die Tolltale Nummer 1, der Schleierbann, auf 100% abgeschlossen. Herzlichen Glückwunsch, meine Freunde. Something's wrong. There should be 4 jewels set in the base that grant the Shroudbreaker its power, but they've been removed. So, und das war's auch schon mit diesem Video.
Wenn es euch gefallen und geholfen hat, meine Freunde, dann lasst uns gerne ein Like da, damit unterstützt ihr uns. Und wenn ihr die nächsten Tall Tales nicht verpassen wollt, dann lasst uns ein Abo da, aktiviert die Glocke. Und das war's von mir, meine Freunde. Ich bin Jack und das war Tall Tale Nummer 1, der Schleierbann.